Die Duelle zwischen dem SV Heimstetten und dem 1. FC Nürnberg 2 stehen für gewöhnlich nicht gerade für Spektakel. Beide Vergleiche in der vergangenen Saison endeten torlos. Die Voraussetzungen, dass die knapp 100 Zuschauer heute mehr geboten bekommen, sind allerdings gar nicht so schlecht. Schließlich trifft die schwächste Defensive der Liga auf den zweitbesten Angriff. Für die personell nach wie vor extrem angenockten Hausherren im gewohnten Rot ist der Club-Nachwuchs so etwas wie ein Angstgegner. In bislang 15 Spielen gab es erst einen Sieg. Wir überspringen die etwa 10-minütige Abtastphase und steigen gleich mit einer strittigen Strafraumszene ein. Emre Tunç wird da von Moritz Gundelach zu Fall gebracht und Schiedsrichter Felix Grund zeigt auf den Punkt. Ein Fall für Lukas Riglewski und der verwandelt gewohnt sicher zum frühen 1:0 für das Schlusslicht, das nach 3 Niederlagen in Folge ein Erfolgserlebnis herbeisehnt. Doch der Tabellenvierte hatte genau die richtige Antwort parat. Keine 3 Minuten später bekommt Leonardo Vonić am Strafraum freundlich Geleitschutz und der Nürnberger Top-Torjäger bedankt sich artig mit seinem 11. Saisontreffer zum 1:1 Ausgleich. Insgesamt wirkte die U23 nach dem jüngsten Last-Minute-K.O. gegen Augsburg allerdings schon ein wenig verunsichert und ließ ungewohnt viele Chancen zu, die die Heimelf jedoch zunächst nicht nutzen konnte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klingelte es zum zweiten Mal im Nürnberger Gehäuse. Meriton Brenezi scheint da zunächst das Abspiel zum mitgelaufenen Mitspieler zu verpassen, setzt sich dann aber stark durch und vollendet eiskalt zum 2:1. Zur Pause also die nicht unverdiente Führung für Heimstetten. Nach Wiederbeginn die Mittelfranken mit den bekannt guten spielerischen Ansätzen. Im letzten Drittel fehlte aber einfach die nötige Präzision und Zielstrebigkeit. Ganz anders dagegen der SVH, der die sich bietenden Räume eiskalt ausnutzte. Alexis Fambo lässt bei seinem Comeback nach fast 2-monatiger Pause seinen Gegenspieler aussteigen und schließt trocken ins lange Eck ab zu seinem ersten Saisontor. Dementsprechend ausgelassen auch der Jubel des Franzosen. Bemerkenswert aber die Mentalität der Gäste, die wie schon nach dem 0:1 umgehend zurückschlugen. Nach der scharfen Hereingabe von Tim Sausen profitiert Vonić allerdings vom Fehlgriff von Moritz Knauf. In der 73. Minute dann eine Schrecksekunde. Robert Manole bricht abseits des Balls ohne Fremdeinwirkung zusammen. Nach kurzer Behandlung konnte er den Platz zum Glück auf den eigenen Füßen verlassen. Die kurze Schockstarre bei den Gastgebern nutzte Nürnberg jedoch aus zum Ausgleich. Jermaine Nischalke verwertet den Querpass von Enrique Cacianas Sanchez ins leere Tor zum 3:3. Doch wer nun dachte, die Partie würde sich drehen, der war schief gewickelt. Denn einer hatte einen wahren Sahnetag erwischt. Meriton Vrenezi. In der 78. Minute tanzt er seinen Gegenspieler aus und zwirbelt die Kugel wunderschön ins lange Eck zum 4:3. Was für ein irres Spiel hier im Sportpark. Von der bis dato zweitbesten Abwehr der Liga war spätestens jetzt keine Spur mehr und die Hausherren machten in der 85. Minute den Deckel drauf. Nach der gefühlvollen Flanke des eingewechselten Ben Biton muss Sandro Sengersdorf am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. Danach war Ekstase pur angesagt, denn mit dem 5:3 war der zweite Saisonsieg für den so arg gebeutelten SV Heimstetten endgültig in trockenen Tüchern. Ja, war natürlich anstrengend. Wir haben 3:1 geführt und dann mussten wir noch zittern mit dem 3:3 und glücklich dann, dass wir das 4:3 machen und dann mit dem 5:3 war es dann schon durch. Ja, ich denke, dass es ein ziemlich verrücktes Spiel war, dass wir dann irgendwann das 3:3 kassiert haben. Das war dann eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das war's, ja, weil wir einfach auch platt waren. Wir hatten 5-6 Mann auf dem Platz, 5 Mann waren es, glaube ich, genau, die Woche über nicht trainiert haben, beziehungsweise teilweise auch die letzten Wochen schon nicht trainieren konnten. Trotz allem haben wir dann am Ende nochmal aufgedreht und ja, nochmal 2 Tore geschossen und sind natürlich jetzt mega happy, dass wir einen Sieg einfahren konnten. Wir dachten einfach, das geht schon irgendwie und irgendwie geht im Fußball nichts. Und deshalb verdient der Sieger für mich heute das, was wir uns ja in jedem Spiel vornehmen, haben wir heute wirklich nicht mit 1% auf den Platz gebracht und deshalb schießen wir trotzdem 3 Tore, aber der verdiente Sieger heute heißt Heimstetten. Für den Clubnachwuchs also der nächste unnötige Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze. Heimstetten sammelt dagegen nicht nur viel Selbstvertrauen, sondern auch 3 überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.